Hallo YouTube-Videofreunde. Heute möchte ich euch ganz gerne mitnehmen auf meine kleine Tour in Bad Nauheim, nach Obermörlen, dann nach Ziegenberg, von dort nach Usingen, Eschbach, Michelbach, dann weiter in Richtung Espa, Butzbach, Münzenberg, Wohnbach und zurück nach Wölversheim. Dies ist meine zweite Tour mit der neuen Forza, nachdem ich mir noch ein paar kleine Dinge habe einfallen lassen, die mir das Leben etwas leichter machen. Dazu gehört zum Beispiel noch ein Luftsitzkissen, welches ich mir gegönnt habe und das doch den Popo etwas entlastet auf einer längeren Strecke. Naja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir von Obermörlen in Richtung Ziegenberg unterwegs und fahren so etwa mit Tempo 80 Stundenkilometer bei einem Verbrauch von ca. 3,1 bis 3,2 Litern. Die Fahrstrecke ist sehr schön, nur leider heute etwas Wind und der bläst einem doch gehörig um die Ohren. Auch nützt dort diese MRA-Zusatzscheibe wenig, denn der Wind kommt meist von der Seite und bläst einem ganz schön um die Ohren. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht hier auf der Strecke. Es ist wenig Verkehr und wir sind bald in Ziegenberg, Langenhain-Ziegenberg, so heißt eigentlich das Ort. Bei diesen meinen Videos verzichte ich ganz gerne auf Musik, die ich zusätzlich einspielen könnte, aber das ist mir leider immer etwas unangenehm, da ich nicht weiß, wie die Geschmäcker meiner Zuschauer sind. Eventuell könnt ihr ja in den Kommentaren mal eure Meinung kundtun, ob oder ob nicht die Musik das Ganze etwas auflockern würde. Wir befinden uns hier in Langenhain-Ziegenberg, fahren durch das Ort und müssen aber auch hier aufpassen, denn dort steht ein Blitzer ganz rechts, ganz schlecht zu sehen, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man mehr als 50 fährt, dann ist man sehr schnell dabei, auch etwas zahlen zu müssen. Hier fahren wir das sogenannte Usatal, welches gut zu sehen ist zwischen Obermörlen und Usingen. Es ist eine sehr schöne Gegend hier. Die Straßen sind sehr gut und vor allen Dingen, es ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung hier, was doch ab und zu die schnellen Fahrer dazu verführt, hier doch zu überholen, obwohl man vielleicht auch schon 100 fährt. Solange die Motorräder ja leise sind, spielt es keine Rolle, so wie der jetzt, der vorbeigefahren ist. Bei Geschwindigkeiten, die ich gefahren bin, von ca. 100, ist er mit guten 120, 130 an mir vorbeigefahren.
links von der Straße kann man die USA sehen, die aber meist von Büschen oder Bäumen verdeckt ist. Nur hin und wieder sieht man das Wasser. Hier gibt es aber auch ein paar schön zu fahrende Kurven, die auch höhere Geschwindigkeiten zulassen, was den schnellen Motorradfahrern natürlich sehr entgegenkommt. Hier rechts ab geht's nach Wernborn. Das ist auch eine Möglichkeit, querbeet zu fahren, um eventuell über Maybach, Münster, Fauerbach, Hochweisel nach Butzbach zu kommen. Auch hier wieder eine schöne Strecke zum Fahren. Die USA ist relativ dicht hier an der Straße. Und oh Wunder, vor mir sogar der Motorradfahrer. Ah ja, hier lässt es der Motorradfahrer wieder fliegen und fährt an den 3 oder 4 Autos vorbei. Hier links ist ein schönes Restaurant, wo man gut essen kann. Wir sind durch Usingen durchgefahren und bewegen uns jetzt in Richtung Eschbach. Auch hier sind die Straßen hervorragend und keine Probleme. Hier fahren wir in Eschbach ein.
Hier geht es jetzt weiter in Richtung Michelbach. Hier rechts kann man zu den sogenannten Eschbacher Klippen gehen. Auch diese zweite Fahrt mit der Forza 350 begeistert mich immer mehr, denn sie läuft ganz einwandfrei. Hier kommen wir nach Michelbach. Es geht weiter in Richtung Bodenrot. Meine Geschwindigkeit hier ist immer so um die 80 Stundenkilometer, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Was mich allerdings heftig stört, sind doch die relativ lauten Ansauggeräusche, die links von diesem, ja, wie soll ich sagen, Ansaugtrichter kommen. Aber auch da versuche ich, Abhilfe zu schaffen, indem ich kleine Modifikationen anbringe, um eventuell das Geräusch doch zu minimieren. So ganz kann ich hier die Honda-Ingenieure nicht verstehen, die aber so nach der Aussage meines Händlers dafür sorgen, dass in den Ländern, wo die meisten Roller laufen, wie Italien oder auch Spanien, doch eventuell dieses laute Geräusch gewollt ist. Ich werde jedenfalls bei längeren Touren auf einen Ohrschutz nicht verzichten. Hier biegen wir links ab in Richtung Bodenrot. Das ist Bodenrot.
Hier biegen wir gleich links ab in Richtung Butzbach. Hier sind wir in Butzbach und fahren in den Kreisel ein und nehmen sofort die rechte Ausfahrt, die um Butzbach herumführt. Man nennt sie wohl auch die Südumfahrung. In diesem Kreisel nehmen wir die zweite Ausfahrt, die uns zur Osthälfte von Butzbach führt. Hier nehme ich gerne die erste Ausfahrt, die mich zwar in das Industriegebiet von Butzbach führt, aber einen Teil von Butzbach dann hinfällig macht. Hier sind rechts große Lagerstätten, wo meist sehr viele LKWs hinfahren. Hier kommen wir zu dem ersten Kreisel, der von der Autobahn in Richtung Butzbach geht. Wir nehmen hier die zweite Ausfahrt, um in Richtung Gambach zu fahren. Das ist auch eine sehr schöne Straße, die gut im Schuss ist und mich direkt nach Gambach führt und von dort in Richtung Münzenberg. Hier rechts ganz vorbildlich eine Radstrecke, die entlang der Straße führt.
Auch kann man hier die Eisenbahn sehen, diese historische, die von Bad Nauheim in Richtung Münzenberg führt. Das hier ist Gambach. Das ist mehr der südliche Außenbezirk von Gambach. Denn Gambach selbst liegt hier links. Wir kommen hier an den Kreisel, den wir bei der zweiten Ausfahrt auch verlassen. Wir fahren jetzt in Richtung Oberhörgern und dann die Abzweigung nach Münzenberg. Hier kommen wir nach Oberhörgern. Auch hier heißt es aufgepasst. Wenn man von der Autobahn kommt oder aus Richtung Lich, dann steht rechts auch ein Blitzer, der demjenigen Autofahrer, der sich nicht an die 50 Stundenkilometer hält, doch Ärger machen könnte. Hier geht es gleich rechts ab nach Münzenberg. Hier rechts kann man die Endstation der historischen Eisenbahn, die von Bad Nauheim nach Münzenberg geht, sehen. Das hier ist Münzenberg mit der bekannten Münzenburg. Hier gleich rechts kann man zur Münzenburg fahren, die ich jetzt leider im Bild nicht zeigen kann.
Es geht weiter in Richtung Wohnbach. Auch das Überholen mit der Forza 350 bei Fahrzeugen, die um die 90 Stundenkilometer fahren, ist überhaupt kein Problem. Die Fahrstabilität dieses Fahrzeugs ist wirklich hervorragend. Auch Langsrillen lassen sich sehr schön überfahren, ohne dass man viel davon merkt. Hier befinden wir uns mitten in der Wetterau. Das ist ohne jede Frage. Hier fahren wir gleich in Wohnbach ein und nehmen die erste Ausfahrt nach rechts in Richtung Wölfersheim. Das ist eine recht stark ansteigende Straße, die hier in Richtung Wölfersheim führt, aber das macht der Forza nichts aus. Hier unterfahren wir die Autobahn in Richtung Dortmund. Wir kommen in Wölfersheim an und nehmen die erste Straße, die nach links führt. Wer gerne Pizza essen möchte, ist hier geradeaus beim Cappuccino an der richtigen Position.
An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, dieses Video zu schauen, und wünsche euch Gesundheit und alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.